Heute in der Sendung: Armin Laschet ist neuer CDU-Vorsitzender, Dirk Töpfer nimmt Stellung und Hamann-Tour auf den Spuren des Serienmörders. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Am vergangenen Samstag wurde Armin Laschet zum neuen Bundesvorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands gewählt. Prominenter Unterstützer des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten war Dirk Töpfer. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag hat im Interview mit Niklas Kuschkowitz erklärt, warum er Laschet für den Richtigen hält. Herr Töpfer, Sie haben sich vor der Wahl zum neuen CDU-Vorsitzenden für Armin Laschet ausgesprochen. Wie froh sind Sie, dass er es jetzt geworden ist? Ich bin unglaublich erleichtert, dass diese innerparteiliche Auseinandersetzung, so notwendig sie war, jetzt vorbei ist. Innerparteiliche Auseinandersetzungen um Personal sind immer schwierig. Man versucht, sachlich zu bleiben, aber die eine oder andere Verletzung bleibt nicht aus. Nun ist es gut, wir haben diese Frage geklärt und können uns jetzt anderen Dingen widmen. Armin Laschet hat am Samstag eine starke Rede gehalten. Danach hat Jens Spahn sich in der Fragerunde auch nochmal für ihn ausgesprochen. Was haben Sie gedacht, als er da auf dem Bildschirm aufgetaucht ist? Also ich persönlich war sehr überrascht. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Das sind ja keine Fragerunden, das wird ja gebucht unter Aussprache. Und da die beiden als Team angetreten sind, war es nicht so ungewöhnlich. Aber es war für mich überraschend, weil nach dieser großartigen Rede war eigentlich klar, dass Armin Laschet gewinnen würde. Insofern war es eigentlich überflüssig. Der lauteste Mitbewerber von Armin Laschet war Friedrich Merz. Viele an der sogenannten Parteibasis haben sich für ihn ausgesprochen. Wie erklären Sie sich das? Und ich denke, es gibt in der CDU, in weiten Teilen der CDU, natürlich immer noch die Sehnsucht, alte Dinge wieder aufleben zu lassen. Viele haben sich, glaube ich, damit schwer getan, dass sich die CDU in den letzten Jahren unter Angela Merkel in entscheidenden Punkten verändert hat. Wir haben heute ein anderes Familienbild, wir sind in vielen Dingen ein Stück weit liberaler, ich würde sagen moderner. Andere sagen, wir sind dem Zeitgeist hinterhergelaufen, das kann man beurteilen, wie man will. Und dann gibt es eben viele, die so ein bisschen die Sehnsucht haben nach der alten Zeit, die habe ich auch manchmal. Die Frage ist, ob man die wirklich aufleben lassen kann. Ihr Landesvorsitzender Bernd Altusmann hat mir letztes Jahr im Interview gesagt, dass er Lagerkämpfe der drei Kandidaten um den CDU-Vorsitz befürchtet. Friedrich Merz hat wohl am meisten gestichelt. Wie muss der jetzt in der Partei eingebunden werden, beziehungsweise muss er das überhaupt? Ich denke, es ist wichtig, Friedrich Merz, aber vor allen Dingen die Menschen, die ihn getragen haben, einzubinden. Es ist ja nicht nur Friedrich Merz, wenn man ehrlich ist. Und diese Menschen, die eben ihn unterstützt haben, wünschen das. Deswegen ist es klug und richtig, es auch zu tun. In der Frage, wie das passiert, muss man allerdings sehr, sehr vorsichtig und sensibel sein. Es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass man auf irgendwelche Forderungen reagiert. Also man muss das wirklich gemeinsam machen, in einem Konsens. Ich denke, das wird auch gelingen. Dieser 33. Parteitag der CDU Deutschlands war der erste, der digital stattgefunden hat. Da gab es Herrn Adams, der nicht richtig zugeschaltet werden konnte. Aber sonst hat das alles wirklich gut geklappt, oder? Es war ganz hervorragend, muss ich sagen. Also ich war selbst überrascht. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen auch, ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit digitalen Formaten. Ich hatte also extra meinen 18-jährigen Sohn gebeten, helfend zur Seite zu stehen, brauchte er gar nicht. Das klappte alles ganz hervorragend. Und ich muss sagen, es hat auch richtig Spaß gemacht. Es war so gut organisiert, dass man sich nicht gelangweilt hat, dass man auch mal zugeschaut hat, nicht abgeschaltet hat. Wäre schön, wenn wir jetzt ansatzweise als CDU Niedersachsen etwas Ähnliches bei unserem Landesparteitag auf die Reihe kriegen. Auf Ihrem kleinen Landesparteitag der CDU Niedersachsen letztes Jahr haben Sie viel über die Einbindung von Frauen gesprochen. Das, wenn man jetzt auf das vergangene Wochenende schaut, ist noch ausbaufähig, oder? Drei männliche Bewerber um den Vorsitz. Ist das ein Rückschritt nach Kramp-Karrenbauer und Merkel? Die Frage richten Sie an einen Hannoveraner. Ich kann Ihnen sagen, also wir in Hannover haben mit Ursula von der Leyen eine starke Frau hier lange Jahre gehabt als Bundestagsabgeordnete. Mit Rita Pawelski eine ganz, ganz starke Bundestagsabgeordnete. Mal aus Hannover hinausschauend, wir haben eine Bundeskanzlerin, Angela Merkel, immer noch. Also die CDU hat lange Zeit gezeigt, dass sie auch in Führungspositionen überhaupt keine Probleme mit Frauen hat. Da sind wir geradezu Trendsetter. Was richtig ist, wenn man sich jetzt das Präsidium, die Stellvertreterriege anguckt, dann stellt man fest, da müsste jetzt wieder ein bisschen was nachwachsen. Und da hat die Junge Union einen sehr, sehr guten Beitrag geleistet, indem drei junge, starke Frauen bei den Beisitzern jetzt mit in den Vorstand gewählt worden sind. Das wächst nach und das braucht seine Zeit. Dirk Töpfer, vielen Dank. Dafür nicht. So, ich bedanke mich. Ich bedanke mich ebenfalls. Ich wünsche viel Spaß, bleiben Sie gesund. Ja. Danke, Sie auch.
Wir kommen zu den aktuellen Nachrichten des Tages von und mit Niklas Kuschkowitz. Eine neue Brücke für Dörren-Wülfel. Die Leinebrücke Wülfeler Masch, auch später Holzwiesen genannt, ist seit Herbst 2019 gesperrt. Grund dafür sind Schäden an der Holzkonstruktion. Mitte letzten Jahres wurde die alte Brücke abgerissen. Am Dienstag wurde jetzt der neue Brückenüberbau auf die Baustelle transportiert. Ein Kran hat den 15 Tonnen schweren Bau eingehoben und auf den vorhandenen Widerlagern abgesetzt. Jetzt folgen abschließende Arbeiten. Mit der Freigabe der Brücke wird Ende Februar gerechnet. Die Kosten für den Ersatzbau belaufen sich auf insgesamt rund 650.000 Euro. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, haben Bund und Länder sich am Dienstag auf eine Verlängerung des sogenannten Lockdowns bis zum 14. Februar geeinigt. Neu ist jetzt, dass ArbeitgeberInnen ihren Mitarbeitenden das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen. Außerdem soll die Maskenpflicht verschärft werden. Im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen dürfen künftig nur noch medizinische Masken getragen werden. Dazu zählen OP- und FFP2-Masken. Niedersachsen geht einen eigenen Weg, was die Schulen angeht. Zwar haben sich Bund und Länder am Dienstag darauf geeinigt, dass Schulen im Grundsatz geschlossen bleiben. In Niedersachsen werden GrundschülerInnen allerdings nicht grundsätzlich ins Homeschooling geschickt, sondern lediglich von der Präsenzpflicht befreit. Eltern können also entscheiden, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder von zu Hause unterrichtet werden. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 24.106 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 20.218 Personen als genesen aufgeführt. 499 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.389 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 EinwohnerInnen liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 162,6. Die Stadt Hannover setzt die Entgeltpflicht in Kindertageseinrichtungen aus. Das gilt vorerst für den Monat Januar. Letzte Woche habe ich mit dem jugendpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Christopher Fink, darüber gesprochen. Hallo, Herr Fink. Hallo. Was soll mit der Aussetzung des Entgeltes erreicht werden? Ja, in erster Linie wollen wir natürlich in dieser schwierigen Situation die Familien und die Eltern der Alleinerziehenden in unserer Stadt nicht über Gebühr belasten, sondern entlasten. Und es ist ja auch klar, dass zurzeit der Rechtsanspruch ausgesetzt ist. Viele Kitas bieten Notgruppen an, aber wir sagen, auch die Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen können, auch die sollen von der Entgeltpflicht befreit werden, weil wir haben eine Ausnahmesituation und da ist die öffentliche Hand, da ist die Stadt, da ist auch die Politik sehr gut beraten, wenn wir die Eltern eben nicht weiter belasten. Wie konnte diese Ausnahmeregelung jetzt so schnell umgesetzt werden? In anderen Bundesländern dauert das ja ganz schön lange. Wir haben ja die Regelung erstmal nur für unsere Stadt getroffen. Nur da haben wir ja quasi Regelungskompetenz. Und wir hatten die Situation ja letztes Jahr auch schon. Also es ist ja keine ganz neue Situation für uns. Und wir haben letztes Jahr ziemlich vorausschauend, auch im Sommer, schon die Verwaltung beauftragt, zu sagen, wenn die pandemische Lage wieder zuschlägt, wenn wir Einrichtungen wieder schließen müssen, dann soll eben auch die Entgeltpflicht ausgesetzt werden. Und wir haben in der letzten Woche als SPD-Fraktion dann auch den Oberbürgermeister aufgefordert, das jetzt auch zeitnah umzusetzen. Und dem ist er, glaube ich, auch sehr gern nachgekommen. Und es ist jetzt sehr, sehr schnell gegangen, das ist richtig. Und das ist auch ein klares Signal an die Eltern, dass sie im Prinzip in diesem Monat nicht über Gebühr belastet werden. Sie haben es ja schon mal gesagt, generell Eltern von kleinen Kindern, die in die Kita gehen. Wer ist eigentlich da alles mit einbegriffen? Naja, wir müssen natürlich die Einrichtungen betrachten, wo es eine Entgeltpflicht gibt. Das ist ja die Krippe, also sind die unter Dreijährigen. Das trifft im Bereich der Tagespflege und im Bereich der Hortgruppen im Prinzip trifft das zu. Das sind all die Bereiche, die von der Entgeltpflicht jetzt befreit werden. Wie gleichen die Einrichtungen diese Entgeltpflicht aus? Naja, die Einrichtungen kriegen weiterhin ihr Geld. Also die Erzieherinnen und Erzieher, die werden ja auch weiterhin ihrer Arbeit nachgehen. Am Ende ist es im Prinzip ein Defizit, das die Stadt Hannover in Gänze auffangen muss. Das sind rund 2 Millionen monatlich. Das ist auch wirklich kein Pappenstiel und wir haben eine sehr angespannte Haushaltslage. Aber wie gesagt, wir sehen es auch als ein Stück weit als Verpflichtung an den Eltern gegenüber, sie jetzt nicht über Gebühr zu belasten. Und es trifft ja auch viele Eltern, die ihre Kinder eben gerade zu Hause haben müssen. Und man kann sie ja auch nicht für eine Leistung zur Kasse bitten, die nicht erbracht wird. Und deswegen setzen wir das aus.
Jetzt wollen wir noch einen kurzen Ausblick auf die Schulen werfen. Momentan dürfen ja nur Abschlussjahrgänge im Szenario B zur Schule gehen. Wie sieht es aus? Wie sieht die Zukunft aus? Wann dürfen die Kinder wieder in die Schule oder wie soll es weitergehen? Ja, wie soll es weitergehen? Das ist ja eine Entscheidungshoheit des Landes. Da gibt ja der Kultusminister den Takt ein Stück weit vor. Steht und fällt natürlich mit der pandemischen Lage, wie es mit den Inzidenzen weitergeht, ob wir von den Zahlen runterkommen. Wir sind natürlich alle optimistisch, wissen auch, dass Szenario B nicht das wahre ist und wir eigentlich wieder in den Regelschulbetrieb auch hinwollen. Aber wie gesagt, das ist halt ein Blick in die Glaskugel. Wir setzen alles daran, dass es ab Februar hoffentlich wieder besser wird. Und dass wir dann auch tatsächlich unsere Schülerinnen und Schüler, gerade auch die Kleinsten, wieder beschulen können. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Finke. Gerne. Auch Hannover hat eine dunkle Seite. In den 1920er Jahren lebte hier ein Serienmörder, bekannt unter dem Namen Fritz Hamann. Über die schaurigen Geschichten rund um seine Mordtaten gibt es sogar eine Stadttour. Carolina Sacher hat sich das Gruselerlebnis für Sie angesehen. Der 1879 hier in Hannover geborene Friedrich Hamann gehört neben Ted Bundy und Jack the Ripper wohl zu den prominentesten Serienkillern der modernen Kriminalgeschichte. Zwischen 1918 und 1924 konnten ihm 24 Morde an jungen Männern im Alter zwischen 10 und 22 Jahren nachgewiesen werden. Hendrik Seifert studiert hier in Hannover Geographie und Politik. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit der Geschichte und der Kultur seiner Heimatstadt Hannover. Der Fall des Serienmörders Hamann reizt ihn in den letzten Jahren besonders, sodass er sich dazu entschlossen hat, eine Stadttour über Hamanns Geschichte anzubieten. Ich glaube, dass mit meiner Stadtführung, dass man wirklich nochmal in die Zeit zurückgebracht wird. Ich zeige viele Bilder zur damaligen Zeit und man kann sich, glaube ich, gut in das Leben von Hamann hineinversetzen und auch in die Zeitgeschichte. Manche nennen Hamann den Vampir, den Werwolf oder auch den Schlechter von Hannover. Fritz Hamann hat sich durch seine grausame Tötungsweise einen Biss in den Adamsapfel einige markante Spitznamen angeeignet. Die Frage bleibt offen, warum Menschen eigentlich mehr über Hamann und seine schrecklichen Taten wissen wollen. Eine Antwort darauf hat Hendrik Seifert. Ja, ist schwierig zu sagen, aber es gibt ja so momentan auch einen Trend zu True Crime Podcast. Dieser Reiz des Bösen vielleicht auch, den die Leute interessiert sind und was die Menschen reizt, darüber mehr zu erfahren. Die 20er Jahre waren die Zeit der Weimarer Republik, der Nachkriegszeit und der Inflation. Hamann lebte zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Seifert ist davon überzeugt, dass der Fall Hamann nicht nur Aufschlüsse über die Intentionen eines Serienkillers gibt, sondern dass man durch seinen Lebenslauf auch viel über den Alltag der vergangenen Jahre erfahren kann. Ja, also ich glaube, dass man viel vom Fall Hamann über die damalige Zeit lernen kann, weil es illustriert einfach doch viele Details, die man sonst nicht vermutet und die in vielen Geschichtsbüchern auch so nicht stehen. In Geschichtsbüchern steht viel über die Gründung der Weimarer Republik, aber über das alltägliche Leben, darüber findet man weniger. Das Berichten über die vergangene Zeit ist wichtig, sagt Seifert. Seit 1,5 Jahren bietet er bereits die Stadttour über den Serienmörder an. Zwar hat Corona Seifert im vergangenen Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, dennoch bleibt er positiv und das aus einem einfachen Grund. Mir macht es auch unglaublich viel Spaß, immer wieder über den Fall zu berichten, zu erzählen. Es macht auch Spaß, dass die Leute immer wieder erstaunt sind über den Fall. Und insoweit habe ich sehr viel Spaß auch dran. Ja. Wenn es keinen Lockdown geben würde, fänden Seiferts Stadttouren regelmäßig zur später Abendstunde im Dunkeln statt. Der Reiz für das Böse und Serienmörder wird durch die schaurige Dunkelheit nur noch mehr auf die Probe gestellt. Sie wollen jetzt mehr über den Fall des Serienmörders Hamann erfahren? Dann schalten Sie nächste Woche Dienstag wieder ein. Da meldet sich Carolina Sacher nochmal mit einem 0511-Spezial zu diesem Thema. Und zum Schluss der Sendung möchten wir Sie noch auf das Infotelefon der Polizei hinweisen. Morgen werden zwischen 10 und 18 Uhr alle Fragen rund um die dunkle Jahreszeit beantwortet. Die Präventionsthemen reichen von Einbruchschutz bis zur Sicherheit im Straßenverkehr. Die Telefonnummer ist hier für Sie eingeblendet.
Und das war's auch schon für heute mit 0511. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.